Auf diesem Bild seht ihr den heftigsten und schrecklichsten Serienkiller-Eisberg, auf welchem die schlimmsten und vor allem grausamsten Serienkiller aller Zeiten aufgelistet sind. Herzlich willkommen zur dritten Episode des Serienkiller-Eisbergs. Ich habe mir heute wieder einen ganz besonderen Fall und somit auch einen ganz besonderen Serienkiller aus diesem Eisberg rausgepickt, denn heute soll es um Robert Christian Hansen gehen, auch bekannt als The Flying Nightmare. Ein US-amerikanischer Serienkiller, welcher in Alaska lebte und dort mindestens 17 Frauen mit seinem Privatflugzeug zu einer verlassenen und entlegenen Hütte mitten im Wald flog, sie dort misshandelte und schlimme Dinge mit ihnen anstellte, bis er sie schlussendlich in der freien Wildnis freiließ, dass sie weglaufen und er sie wie ein Tier in der Wildnis jagen und töten konnte. Ein Mann, welcher einerseits ein liebender Familienvater war, zudem war er auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Doch was keiner wusste, war, dass dieser Mann ein Doppelleben führte und in seiner Freizeit gerne mal Frauen entführte und diese ermordete. Zudem würde ich euch noch ganz gerne so eine kleine Lektion mit auf den Weg geben, bevor wir mit dem Video loslegen. Denn der ein oder andere kennt es bestimmt, man öffnet sein E-Mail-Postfach, bekommt E-Mails unter anderem von PayPal oder von Facebook oder von Instagram, wo auf einmal drin steht, yo, dein Passwort wurde komprimiert oder jemand hat versucht, sich über deinen Instagram-Account oder Facebook-Account einzuloggen. Klick doch bitte unten auf den Link, um dein Passwort zu ändern. Bei PayPal ist es meistens so, dass da eine E-Mail kommt, dann steht, dein Passwort wurde komprimiert. Bitte klick unten auf den Link, um deine Nutzerdaten anzugeben. Und solche E-Mails wirken sehr oft wirklich echt, bis man sie sich ein bisschen genauer anschaut. Vielen Leuten fällt es aber nicht auf und glauben daran und denken, ah, okay, ich muss vielleicht jetzt kurz wirklich mein Passwort ändern, klicken auf diesen Link, geben ihre Daten ein und schwuppdiwupp sind diese Menschen betroffen von einer Phishing-Attacke. Und dafür gibt es eine super Lösung, um genau das rauszufinden, und das könnt ihr nämlich mit der Threat Protection von NordVPN. Denn die Bedrohungsschutzfunktion von NordVPN hilft euch nicht nur bei Phishing, sondern ist auch super bei Ransomware, Malware, sogar auch bei irgendwelchen Passwortattacken. Die Bedrohungsschutzfunktion ist aber nicht alles, was NordVPN bietet. Denn NordVPN hat meiner Meinung nach den besten VPN-Service, in welchem ihr zwischen 58 verschiedenen Ländern switchen könnt. Ihr habt so eine wunderschöne Weltkarte, da könnt ihr euch einfach in irgendein Land reinklicken und schwuppdiwupp habt ihr die IP-Adresse von dem jeweiligen Land. Hilft euch, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich möchte nicht, dass irgendwelche Webseiten im Internet wissen, wo ich mich gerade befinde. So könnt ihr ganz einfach euren Standort verändern. Oder, was ich am geilsten finde und weswegen ich es am meisten nutze, ist, Netflix-Serien oder Streaming-Dienste zu nutzen, welche es in Deutschland nicht gibt. Ja, wir wissen es alle, dass Sortiment hier in Deutschland ist ein bisschen begrenzt, was Streaming-Dienste und vor allem auch Netflix-Serien und Filme angeht. Deswegen könnt ihr ganz einfach zum Beispiel euch mit einer amerikanischen IP-Adresse verbinden und ihr habt das amerikanische Sortiment oder könnt, wie gesagt, auch einfach Streaming-Dienste nutzen, die es in Amerika gibt, aber nicht hier in Deutschland. Und wenn jetzt der ein oder andere sich denkt, hey, das Ganze würde ich gerne ausprobieren, ich möchte sicherer im Internet sein, dann habe ich euch natürlich wieder einen super Deal mit NordVPN ausgehandelt, denn mit dem Link unten in der Videobeschreibung oder wenn ihr den Link einfach oben in der Suchleiste im Browser eingibt, nordvpn.com/DennisKönig, dann bekommt ihr ein super Angebot bei einem 2-Jahres-Paket plus 4 Monate gratis obendrauf. Und das Geile ist, das Ganze ist risikofrei. Wenn ihr also nicht zufrieden seid oder irgendwas nicht passen sollte, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ihr habt also gar nichts zu verlieren. Und wenn ihr euch schon immer mal überlegt hattet, einen VPN-Service zu holen, dann ist das der Moment, wo ihr es tun solltet. In dem Sinne, vielen, vielen Dank NordVPN, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Und wir legen jetzt los mit einem unglaublich grausamen Fall. Einem Mann, welcher es sich zum Hobby gemacht hat, Menschen in Wäldern zu jagen. Wie wir es immer tun bei solchen True-Crime-Fällen oder wenn wir über Serienkiller sprechen, sprechen wir immer zuerst über die Kindheit. Denn die Kindheit ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor bei der Entwicklung des Menschen, was eben auch, ja, bewiesen wurde, dass die meisten Serienkiller eine unglaublich grausame Kindheit hatten. Und Robert Hansen hatte ebenfalls keine tolle Kindheit. Er stotterte sehr viel, hatte ganz, ganz schlimme Akne, weswegen er sehr oft in der Schule gehänselt und gemobbt wurde. Die Leute lachten über ihn. Ebenfalls, wenn er stotterte, es fiel ihm sehr schwer, irgendetwas laut vorzulesen oder vorzutragen, da er wusste, wenn ich das jetzt tue, werde ich nervös und fange an zu stottern und dann lachen die Leute in meiner Klasse. Er verspürte sehr viel Ablehnung und Hänselei in seiner Kindheit. Nicht nur von seinen Schulkameraden, sondern auch von seinem Vater. Zudem gab er später, als er festgenommen wurde, seiner Akne und den Narben, welche durch die Akne resultierten, die Schuld dafür, dass Frauen kein Interesse an ihn hatten. Denn er meinte, Frauen fanden mich nie attraktiv, das lag an der Akne und den Narben, die sie hinterlassen haben,
Und das war so ein bisschen der Grund, dass ich mir die Frauen dann eben geschnappt habe, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten. Man sagt bis heute immer noch, dass all diese ganzen Sachen dazu geführt haben, dass er eben diese grausamen und grauenhaften Taten ausführte, die ihm sehr viel später 461 Jahre Haft einbrachten. Robert Hansen wurde im Jahr 1939 geboren und er interessierte sich schon als sehr junges Kind für die Jagd, weswegen er Zuflucht in den Wäldern suchte. Er lebte in Estherville im Bundesstaat Iowa und als er 18 Jahre alt war, trat er der United States Army Reserve bei. Nach ca. 12 Monaten wechselte er zur Polizeiakademie und später dann zur Feuerwehr. Er lebte sehr einsam. Das Ganze fing mit seiner Kindheit an, dass er immer gehänselt wurde, weswegen er immer in den Wäldern war, sehr für sich alleine, dort hatte er seine Ruhe. Doch 21 Jahre später sollte sich diese Einsamkeit für ihn eigentlich ziemlich gut ändern, denn er heiratete. Aber nur kurz nach der Hochzeit sollte sich wieder alles ändern. Denn er wurde wegen Brandstiftung zu 3 Jahren Haft verurteilt. Und leider führte das auch direkt zur Scheidung mit seiner Frau, denn sie verließ ihn direkt. Nachdem er von der Polizei festgenommen wurde und verurteilt wurde, war sie weg und reichte die Scheidung ein. Er wurde sehr, sehr oft festgenommen, verhaftet, wegen auch schon kleinen Sachen. Denn meistens war es Diebstahl. Und dieser Diebstahl führte eben sehr oft zur Festnahme. Und das wurde, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein bisschen Alltag bei ihm. Doch im Jahr 1967 sollte sich alles ändern. Denn er zog mit seiner zweiten Frau und den beiden gemeinsamen Kindern nach Alaska. Denn in Anchorage eröffnete er seine eigene Bäckerei, die sehr schnell sehr gut lief. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber im Jahr 1977 wurde er einfach wieder wegen dem Diebstahl erwischt. Er hat versucht, eine Kettensäge zu klauen. Aber das ging nicht irgendwie weiter. Also das lief problemlos. Er wurde jetzt auch nicht irgendwie festgenommen oder so. Aber dennoch, warum kam dieser Mann wieder auf die Idee, irgendwas zu klauen? Und sein größtes Hobby war natürlich immer noch das Jagen. Und dieses Hobby ließ er nie aus seinen Augen. Er war sogar so gut im Jagen, dass er von der lokalen Presse eine Auszeichnung und einen Preis gewann. Und eines Tages machte er einen Pilotenschein und beschloss sich, ein Kleinflugzeug zu kaufen. Auch untypisch, aber warum nicht? Andere kaufen sich Autos, andere kaufen sich irgendwelche Spielsachen. Er kaufte sich, naja, man kann eigentlich auch schon sagen, Spielsachen für Erwachsene. Ein Kleinflugzeug. Und seine Nachbarn dachten anfangs, dass er sich dieses Flugzeug nur gekauft hat, um eben mitten in die Wildnis von Alaska zu fliegen, um dort zu jagen. Doch ab dem Punkt, wo er dieses Flugzeug hatte, fing sein Doppelleben an. Und durch dieses Doppelleben bekam er auch später seinen Spitznamen, The Flying Nightmare. Man weiß nicht so extrem viel über die Morde, man weiß aber, dass die meisten Opfer Tänzerinnen sowohl als auch Prostituierte waren. Der Ablauf war ungefähr immer derselbe. Er nahm sich meistens Prostituierte und Tänzerinnen mit nach Hause, sperrte sie in seinen Keller. Dort misshandelte er sie, folterte sie und stellte schreckliche Dinge mit ihnen an. Und einige Zeit später packte er sie, lud sie in sein Auto oder in sein Privatflugzeug und flog oder fuhr gemeinsam mit ihnen aus der Stadt raus in den Wald, wo er eine verlassene, alleinstehende Hütte hatte. Dort misshandelte und missbrauchte er sie meistens nochmal und ließ sie dann frei. Naja, zumindest war es das, was die Mädels dachten. Sie rannten also los, fühlten sich frei und suchten nach Hilfe. Doch was sie nicht wussten war, dass sie mitten im Wald waren und für Robert das eigentliche Spiel losging. Denn er jagte sie wie Tiere. Er rannte ihnen mit einem Gewehr hinterher und, wie ich gerade schon gesagt habe, jagte sie, bis sie schlussendlich starben. Und das tat er mindestens mit 17 Frauen, welche dort um ihr Leben rannten, und er sie wie ein wildes Tier jagte. Diese grausamen und schrecklichen Taten waren unter anderem auch die Grundlage für den Film Frozen Grounds, unter anderem auch in der neuesten Staffel von Dexter, falls der ein oder andere von euch die Serie Dexter kennt. Dort gibt es auch einen Serienkiller, welcher auch sehr, sehr stark von diesem grausamen Mann inspiriert wurde. In der Serie ist es auch ähnlich. Der entführt immer Frauen, packt sie in seinen Keller, tut ihnen schlimme Dinge an und lässt sie dann irgendwann frei. In der Natur rumrennen. Sie denken natürlich, sie sind sicher und können einfach abhauen, aber er jagt sie mit seinem Gewehr und erschießt sie. Und erst im Jahr 1983, als ein Opfer entfliehen konnte,
wurde bekannt, dass Hansen für den Tod zahlreicher Frauen verantwortlich ist und die meisten Opfer waren eben Tänzerinnen oder Prostituierte. Denn im Jahr 1983 entführte Hansen die 17-jährige Prostituierte Cindy Paulson. Er misshandelte sie dort, folterte sie ebenfalls im Keller von seinem Haus und legte sich nach der Tat schlafen. Sein Opfer war zu diesem Zeitpunkt an einen Pfahl gefesselt und sein Ziel war es eigentlich, sie am nächsten Morgen in einen Wald bzw. in die Wälder von Knit River zu fliegen und dort wollte er sie nochmal missbrauchen und sie dann schlussendlich zu ermorden. Ja, doch während Hansen sein Flugzeug mit Benzin befüllte, schaffte es das junge Mädchen barfuß und in Ketten gefesselt abzuhauen, schaffte es sogar zu einer Straße, wo sie von einem LKW-Fahrer aufgesammelt wurde. Sie erzählte dann natürlich in Panik, was passiert ist und der LKW-Fahrer fuhr sie direkt zur Polizei. Als Hansen dann schlussendlich festgenommen wurde, gab er seine Taten nicht zu. Und man machte eine Hausdurchsuchung und fand Trophäen seiner Opfer und die Schusswaffe. Und dem Gericht war relativ schnell klar, dass Hansen mindestens 17 Frauen auf dem Gewissen haben muss. Dennoch wurden nur 12 Leichen gefunden. Es gab dann so eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft, dass Robert keine Todesstrafe bekommt, wenn er eben die Morde zugibt, was er dann schlussendlich auch tat. Zudem gab er auch noch zu, er hätte 30 weitere Frauen misshandelt, diese aber nicht ermordet. Zudem hat er sich immer von ihnen oral gewünscht, da er seine Frau nicht darum bitten wollte und mit einer Partnerin einfach nicht zufrieden war. 30 Jahre in seiner Haft starb Hansen mit 75 Jahren an einem natürlichen Tod und der stellvertretende Bezirksanwalt Frank Rothschild kommentierte den Tod von Hansen mit den Worten: Gut, dass wir ihn los sind. Und das war der, ja, unglaublich grausame und vor allem verstörende Fall von Robert Hansen, The Flying Nightmare. Und wenn ihr euch das mal überlegt, das hört sich an wie aus einem Film. Also dieser Fall, als ich damals das erste Mal davon gelesen habe, war ich auch absolut verstört und dachte mir, das kann doch nicht in Wirklichkeit passiert sein. Gab es wirklich einen Mann, der Frauen entführt hat, diese in den Wald ausgesetzt hat, nur um sie zu jagen? Wie ein Tier? Ja, gab es wirklich. Ein Mann, welcher mindestens 17 Frauen ermordet hat, dennoch konnte man nur 12 Leichen finden. Und wer weiß, wie viele er noch auf seinem Gewissen hatte. Absolut krank. Ein unglaublich kranker Fall, weswegen dieser Mann es definitiv in den Serienkiller-Eisberg geschafft hat. Und ich denke, da könnt ihr mir alle zustimmen. Was sagt ihr zu dem ganzen Fall? Habt ihr schon mal was davon gehört gehabt oder ist euch das neu? Ich weiß, es gibt noch mehr Filme, die von diesem Fall inspiriert wurden. Falls ihr den einen oder anderen noch kennt, könnt ihr es auch ebenfalls gerne in die Kommentare schreiben. Das war's auf jeden Fall mit einer weiteren Episode des Serienkiller-Eisbergs. Ich bin schon gespannt, welcher Serienkiller es in Episode 4 wird. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, muss ich mir überlegen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich liebe euch über alles und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, CX Sensor, Jeff Fuchs, Julian Hausmann, Justin E., Katharina Bogdanowski, Kinga 1613, Löwe 2002, Michael F., Mustafa Beyrakci, Nadja Fitgenheuer, Patrick und Jenny 2017, Patrick Wegmann, Pyrojan 95, Rexy TV, Robin Cartaginese, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sona Ümitçakir, Steffi, Tombi 27, Jakobi, Totti Botti, Verena Alberer, Yasuchan, Yvonne, Angelina R., ASMR Ruby, Azel, Babsi Butterfly, Beatrice König, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Daniel, Daria, Da Passi, DG85, Ehrenblü, Ella, Enger, Fabienne Janica Würsching, Fluffy XO, Fresh Callboy, Gabba 192, Game STR, Giuseppe Corrado, Go Hard, Ice Blue, Ist Schon Okay, Isabel Wernecke, Yannick Peters, Jennifer Biewald, Jennifer Karg, Joanne M., Joel Schnell, Juna da Luna, Justin Richter, Kai Kassi, Kilian, Kim S., KK1987, Lea, Liam Pascal Falkenberg, Madia Ahmed, Mandy Schmidtke, Mandy 172, Markus Pyrasch, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Mary Lou, Matthias HM, Max Michael, Mira Jane, Nancy Koch, Nino Hund, Nini, Noah Jones, Leitenbauer, NW, SHTZ, Rainbow Panda, Release, Rick, Zagaria 3, Sangus, Angelus, Sarah S., Sina Beck, Cindy Waschke, Steffi, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Xenia, Yolandi, Neko, Kati,
Zephyrau und Zero Hour. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für euren Support.